sagen. Natürlich. In dem Film wurde gerade, was sicherlich auch sehr nett gemeint war, gesagt, dass ich auch an gefährlichen Kriegsschauplätzen ständig unterwegs wäre, wenn ich das richtig gehört habe. Und das muss ich wirklich sagen, das stimmt nicht. Ich glaube, da haben sich total okay. Aber Sie haben ich wollte mir nicht so eine Feder an den Hut schmicken. Aber Sie waren in Ländern, die von Kriegen ganz stark erschüttert worden sind. In Afrika, das ist der Grund, warum Sie heute hier sitzen, um zu berichten, was Sie in diesem Buch festgehalten haben in Ihrem afrikanischen Tagebuch. Ich möchte aber eins vorausschicken, an keiner Stelle des Buches werden Sie so warmherzig und so begeistert, wie an den Stellen, wo Sie mit der Begegnung mit Fischen namens Mantas, mit denen ich bislang immer was völlig anderes verbunden hatte, mit dem Namen, beschreiben. Dieser Riesenfisch, der angeblich gut sein soll für Monate Vorräte an Fischstäbchen. War das ein Manta? Nein, das war ein Napoleonfisch. Der ist relativ klein eigentlich. Mantas sind noch viel größer. Ja, Mantarochen haben eine Spannbreite von so 7-8 Metern. Das sind diese Urzeitgetüme, die sich so langsam durch das Wasser bewegen. Denen sind sie... flach mit Flügeln. Ja, genau. Ich kenne sie nicht aus persönlicher Anschauung. Sie sehen so ein bisschen aus wie diese amerikanischen Tarnkappenbomber. Okay, sehr charmant. Denen sind sie in Mosambik begegnet, in den Gewässern der Mosambiks. Und Sie beschreiben, ich konnte das gar nicht glauben, dass die einen am Blick, an den Augen, noch Jahre später erkennen können. Sie müssen offenbar sehr kluge Tiere sein. Gilt das für alle Menschen oder nur für Menschen, die grüne, weit auseinanderstehende Augen haben wie Sie? Also mich hat kein Manta wiedererkannt, weil ich an den Plätzen irgendwann auch zum ersten Mal war. Doch, das ist eine Geschichte, die mir ein Meeresbiologe erzählt hat, dass Mantas eben die Meerestiere sind, die mit die größten und am besten durchbluteten Gehirne haben, also möglicherweise klüger sind als die von Menschen sonst so beliebten Delfine. Delfine wahrscheinlich, ja. Und diese Anekdote mit den Augen, die habe ich erlebt in Baja California, also in Mexiko, wirklich am Ende der Welt. Wir waren weit mit einem Tauchschiff draußen, sind auch tagelang übers offene Meer gefahren. Und da und auch nur dort sind Manta sehr daran interessiert, sich von Menschen streicheln zu lassen. In Mosambik waren sie etwas gleichgültiger. In Mosambik gehen die aus anderen Gründen. Sie ziehen durch die Weltmeere und in Mosambik sind sie aus anderen Gründen. Das ist sozusagen ein bisschen ein Klinikaufenthalt und interessieren sich nicht so sehr für den Menschen. Aber in Baja California zirkeln sie um einen herum und man merkt, dass sie einem in die Augen gucken. Und dieser eine sehr renommierte Meeresbiologe, den wir dabei hatten, erzählte eben diese Anekdote, wie sie herausgefunden haben, dass diese Tiere sich vor allen Dingen an den Augen von Menschen orientieren und die dann auch wiedererkennen und auch nach Sympathie und Antipathie entscheiden. Darf ich mal kurz fragen, wo Sie die Tiere streicheln? Haben Sie das gerade gesagt? Sie streicheln? Ja, also normalerweise würde ich das bitte dazu sagen, kein Meerestier anfassen. Soll man nicht, darf man nicht, macht man nicht. Aber diese Mantas, die vor Baja California, also Socorro Islands heißt das, das ist eine kleine unbewohnte Inselgruppe, die dort sich aufhalten, haben aus irgendeinem Grund eine Zuneigung zu Menschen entwickelt, die meisten jedenfalls von ihnen. Und die kommen dann so langsam auf einen zu und dann wie so ein Hubschrauber zu einem runter, das Ganze so auf 30 Meter Tiefe. Und dann darf man, wenn man sympathisch ist und schöne Augen hat, genau, dann darf man den Bauch kraulen. Den Bauch kraulen? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur Kraulen ist oder ob es nicht vielleicht auch was Sexuelles ist. Ich habe das nicht so hinterfragt. Haben Sie sich angebaggert von dem Manta? Weil die Manta sich dann auch so bewegen und das sichtlich genießen. Okay, verstehe. Aber Sie haben auch wirklich nur dort, haben Sie diese Tiere, die solche Player sind, also solche Spieler und das machen. Also wir tasten uns über die Tiere langsam an die harten Probleme Afrikas heran. Ich habe aber noch eine Zwischenfrage. Und zwar, also, wo Sie jetzt schon hier sitzen, im Zuspiel war die Rede davon, dass Sie in Köln aufgewachsen sind. 3 nach 9 ist die Sendung, die immer mit Vorurteilen aufräumt. Insofern stimmt es bestimmt nicht, dass alle Kölner am Karneval sehr hängen. Doch. Ja, sehen Sie. Aber ich habe gehört, dass jemand meinte, ein glaubhafter Kollege, Sie auf dem Kölner Karneval als Flamingo gesehen zu haben. Kann das sein? Natürlich, mit einem wunderbaren Flamingo-Kostüm, bei dem man mich immer aus der Menge heraus wippen sah, weil dieser komische Kopfputz oben dann bei jeder Tanzbewegung immer so sich hin und her bewegte. Und das war eins meiner Lieblingskostüme. Haben Sie seitdem eine andere Einstellung zu diesen wunderbaren Vögeln? Ich mochte die vorher schon. Okay, hat Ihre Freundschaft nur noch gefestigt. Es war eigentlich ein bisschen warm, denn der Flamingo, den ich trug, war dann doch aus so Teddyfell. Und das ist dann in der Kölner Kneipe. Und ich mache auch nur diesen Kneipenkarneval und jetzt nicht diesen offiziösen Sitzungskarneval. Da war es dann langsam etwas warm. Verstehe. Sie haben dieses Buch geschrieben. Ihr Grundanliegen ist, Sie waren selbst überrascht, wie vieles Sie in Afrika erlebt haben, was Sie sich so nicht hätten vorstellen können. Und davon möchten Sie ein Stück weit etwas vermitteln. Was war für Sie das Überraschendste?
Ich würde es mal in einem Satz zusammenfassen. Afrika sieht oft so ganz anders aus, als man es sich vorstellt. Man kann eigentlich an jeder Ecke in irgendeiner Form überrascht werden. Und ich habe zum Beispiel positiv überrascht, meinen Sie? Positiv oder auch negativ. Mhm. Aber meistens werden wir eher positiv überrascht, weil wir natürlich doch oft dieses Katastrophenbild. Ja, Sie nennen es der Spendengala Afrika. Ja. Ja. Wo Afrika immer eine trockene Wüste ist, in der gerade Dürre herrscht und Menschen vor Lehmhütten sitzen und hungern. Mhm. Und dieses Afrika gibt es natürlich, das ist überhaupt gar keine Frage. Wobei man die Ursachen dessen dann jeweils hinterfragen kann. Also wir hören ja im Moment immer viel über die ostafrikanische Katastrophe, Somalia, das Flüchtlingslager Dahab in Kenia. Und ich ärgere mich immer ein bisschen, wenn ich auch in Nachrichtensendungen, auch in unseren, das höre, dass es so zusammengekürzt wird auf die Ursache, da hat es eine schlimme Dürre gegeben und deshalb sind diese Menschen jetzt so am Hungern und sehen so furchtbar aus. Es sind ja oft die Kriege. Was natürlich nicht stimmt. Das sind Kriegsflüchtlinge, ja, und nicht Flüchtlinge, die das Land verlassen müssen, weil es nicht geregnet hat. Aber dieses Afrika ist eben doch das, was bei uns sehr präsent ist. Und waren, also zum Beispiel Äthiopien. Ja. Ich fliege nach Äthiopien und blicke aus dem Fenster noch. Ich hatte, obwohl ich mich natürlich vorbereitet hatte auf das Land, klar. Trotzdem war ich dann doch ein bisschen fassungslos, als ich aus dem Fenster guckte und sehe, ja, das ist ein Hochland überwiegend. Natürlich gibt es auch Wüstengegenden, aber vor allen Dingen ist es eine alpine Landschaft, ein bisschen wie in der Schweiz oder im Schwarzwald mit sehr tiefgrünen Feldern und auch sehr fruchtbaren Böden. Das ist natürlich nicht das, was die meisten Menschen als erstes mit dem Hungerland Äthiopien in Verbindung bringen. Sie waren in einem anderen Land, was die meisten von uns nur kennen, als Schauplatz eines der grausamsten Bürgerkriege, die man sich nur vorstellen kann. Ruanda, Hutu und Tutsis, die sich da abgeschlachtet haben. Was war für Sie das Überraschendste, was Sie in Ruanda erlebt haben? Ich komme zum Beispiel aus dem Flugzeug raus und sehe als erstes ein großes Schild, bei dem ein Plastikbeutel aufgemalt ist. Darunter steht Plastik und durchgestrichen Kreuz, also Plastik verboten. Weil in Ruanda Umweltschutz sehr hoch gehalten wird. Das kann man dieser ansonsten sehr zu kritisierenden Regierung wirklich zugutehalten. Und es sind eben Plastiktüten im ganzen Land verboten. Also sie werden richtig konfisziert. Als nächstes treffe ich meinen ruandischen Gesprächspartner, der mich dort ein bisschen betreut hat als Dolmetscher. Und mit dem spreche ich erstmal über Quentin Tarantino und über den Prenzlauer Berg und wo er in London gerne ausgeht. Dann fahren wir durch ein Mittelklasseviertel in Ruanda mit Backsteinhäusern und sehr gepflegten Vorgärten und Hecken. So ein bisschen Hamburg-Style, würde ich sagen. Kein reichen Ghetto, sondern das war tatsächlich ein Mittelklasseviertel, ein neu gebautes. Und auch das ist partout natürlich nicht das, was wir mit Ruanda verbinden. Was wir vor allem sehen durch die Medien. Ja, von Ruanda haben wir in den Medien eigentlich seit dem Völkermord gar nicht mehr viel gesehen. Das ist auch ein wenig ein blinder Fleck geworden, dieses Land, was sich sehr bemüht. Es gibt noch ein anderes Markenzeichen Ruandas, nämlich die Berggorillas. Mhm. Haben Sie diese, schon wieder bei Tieren? Haben Sie diese netten Viecher auch getroffen? Unbedingt. Also deshalb fahren Touristen überwiegend nach Ruanda, weil die letzten lebenden Berggorillas im Herzen Afrikas, im Grenzgebiet von Ruanda, Kongo und Uganda leben und auch nur dort. In keinem Zoo dieser Welt kann man sie halten. Ist es teuer, die zu treffen? Es ist wahnsinnig teuer. Es ist quasi Luxus-Ökotourismus, also $500 muss man dafür zahlen. Pro Mann? Ja, pro Mann und zwei, drei Stunden durch den Regenwald wandern und den Gorilla sehen. Bedeutet aber auch, ein einzelner Gorillamann oder Gorilla-Frau kann im Laufe seines Lebens $4 Millionen verdienen für Ruanda. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und es wurde dann, nachdem diese Tiere ja lange Zeit verfolgt wurden und ausgerottet wurden, auch durch Kriege natürlich bedingt, dann werden Gorillas eben auch gegessen. Hungernden Menschen kann man das auch sicherlich nicht zum Vorwurf machen. Aber jetzt werden sie geschützt. Jetzt werden sie geschützt, weil sie eben ein gutes Einkommen sind. Gerne. Mit Marietta Slomka. Ja, sagen Sie, erklären Sie doch ein bisschen. Das war eine Gorilla-Frau mit Baby, wie man sieht, die direkt wirklich sofort vor unseren Füßen, quasi über meine Füße rüberlief, obwohl es immer hieß, wir sollten bitte Abstand halten. Das ist aber nicht so einfach, denn die laufen, wie man dort sieht, nun tatsächlich direkt an uns vorbei. Was sind das für Geräusche? Das ist unser Gorilla-Führer Dee, der Gorilla-Flüsterer, der mit den Tieren sprechen kann. Also dieses Geräusper entspricht der Gorillasprache. Und er kommuniziert mit Agasha, dem Gorilla-Silbermann dort, ob wir genehm sind oder ob wir uns zurückziehen sollen. Und es ist wirklich kein Zoo und das sind keine gezähmten Tiere. Da ist er, Silberrücken. Da ist der mächtige Silberrücken. Woran merkt man, dass man nicht genehm ist? Kriegt man das rechtzeitig mit? Also unser Gorilla-Führer hat mir das vorgemacht, wie das klingt, wenn wir nicht genehm sind. Ich habe da keinen Unterschied erkannt. Aber er meinte dann, das merkst du schon. Mach dir keine Sorgen. Und er zog uns natürlich auch zwischendurch immer mal wieder zurück. Aber dass sie so nah rangekommen sind, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass sie genehm waren, oder?
Sie als Gruppe? Denn normalerweise, glaube ich, auch bei diesen Touren kommen die so nah doch gar nicht ran, die Gorillas. Doch. Die kommen dann schon sehr nah ran, solange das Silbermännchen cool ist, sind die anderen auch entspannt. Und die sind ja auch überall um einen herum. Also man ist ja nicht irgendwo an einem Gehege und guckt dann wie bei einer Safari mit 20 Meter Abstand aus dem Auto raus. Und man wandert wirklich durch diesen Wald auf den Spuren dieser Tiere und irgendwann sind sie plötzlich mitten um einen herum. Aber anders als die Mantas, die soll man nicht streicheln, die Gorillas. Man soll sie auf gar keinen Fall anfassen, weil man wahnsinnig gefährlich ist für Gorillas als Bakterienträger. Dagegen haben die gar kein Immunsystem. Man soll sie auch nicht an den Menschen gewöhnen. Also diese kleinen Teenager-Gorillas kommen natürlich neugierig angesprungen. Kinder sind auch im Tierreich überall gleich neugierig und wollen einen anfassen. Und dann wird man auch wirklich sofort zurückgezogen, damit die sich um Gottes Willen bitte nicht daran gewöhnen, dass man mit Menschen spielt. Die werden auch nicht gefüttert oder Ähnliches. Aber nach 2 Stunden ist auch dann gut. Ein anderes Land, aus dem Sie überraschende Einsichten mitgebracht haben, ist Angola. Auch ein von Bürgerkrieg lange Jahrzehnte gezeichnetes Land. Was war für Sie da das Herausragende? In Angola sind die Unterschiede schon sehr extrem, können einen sehr wütend machen. Angola war für mich... Warum? Weil dieses Land eigentlich sehr reich sein könnte. Das gilt im Übrigen für fast den gesamten afrikanischen Kontinent, dass es ein sehr reicher Kontinent ist. Extrem reich an Bodenschätzen, an Diamanten, Öl, Platin, Kobaltvorkommen. Die haben die afrikanischen Böden wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Und es sind dann doch meistens in diesen Ländern, die so eigentlich besonders reich sind, und Angola ist als ein Petrostaat dafür wirklich ein Paradebeispiel, werden gerade diese Länder meistens sehr schlecht regiert. Es gibt viel Anlass, Kriege zu führen um diese Schätze und mit ihnen. Es gibt wenig Interesse der Regierung, nach anderen Wirtschaftsformen zu suchen und zu sagen, Mensch, wir brauchen gute Ingenieure, wir brauchen Leute, die uns voranbringen, die auch Steuern zahlen, die Wertschöpfung betreiben. Das ist gar nicht nötig, denn sie sitzen ja direkt an der Quelle des Reichtums. Es gibt unglaubliche soziale Gegensätze. Ja. Und wieder ein Ausschnitt aus dem Film, den Sie für das ZDF gemacht haben. Da sind wir am Yachthafen von Luanda. Das ist die Hauptstadt von Angola. Das ist die teuerste Stadt der Welt. Ist nicht wahr? Ja. Nirgendwo sonst bezahlen sie für Immobilien so viel. In diesem Restaurant bezahlt man für einen Cocktail mal locker $30, mindestens. Und es sieht aus wie in Dubai oder Monaco. Und direkt um die Ecke sieht es so aus. Und das sind eben die Unterschiede, die dort einen anschlagen in besonderer Form. Es gibt Slums, sind überall auf der Welt schlimm. Und ich war auch in so einigen. Und das war jetzt wirklich eine der schlimmeren. Das war dann kurz bevor wir von der Stasi dort vertrieben wurden. Von das ist die Stasi, von der Sie sprechen? Was wollen denn die? Denn diese Slums sollen natürlich nicht gedreht werden. Man möchte gern, dass wir die Hotels, die Neugebauten, drehen. Und nicht das Luanda, so wie es wirklich aussieht. Denn 90% von Luanda sieht so aus, wie wir gerade diesen Slum gesehen haben. So dreckig und so heruntergekommen. Frau Slombre, jetzt werden sich bestimmt viele Zuschauer fragen, die erschüttert sind durch die Bilder, die aus Ostafrika kommen. Soll man denn nicht mehr spenden? Was würden Sie denn als Kennerin sagen? Um Gottes Willen, ich würde natürlich nicht sagen, man soll nicht mehr spenden. Man soll die Menschen jetzt einfach sich selbst überlassen. Gerade in Ostafrika haben wir natürlich jetzt auch im Moment eine akute Notsituation. Und wir können, glaube ich, nicht einfach daneben stehen und zugucken, wie Menschen verhungern. Aber? Trotzdem muss man sich fragen, wo liegen die Ursachen für diese Probleme? In Somalia ist es eben nicht, dass es jetzt nicht geregnet hat, sondern das kommt hinzu, sondern dass es sich um Kriege handelt. Und man muss auch die bittere Frage stellen, ob manchmal Hilfe das Problem vielleicht sogar verlängert oder verschlimmert. Das ist eine ganz schreckliche Dilemmafrage. Das kann eine sehr zynische Abwägung werden. Ja, aber wissen Sie, diese Abwägung, die haben zum Beispiel schon der Gründer des Roten Kreuzes, Henri Dunant, und Florence Nightingale, die berühmte britische Krankenschwester, geführt, die eine erbitterte Diskussion darüber hatten, ob das gut sei, eine private Hilfsorganisation zu gründen oder nicht. Florence Nightingale, der, glaube ich, niemand unterstellen würde, dass sie eine zynische, grausame, kalte Frau war. Im Gegenteil. Im Gegenteil, war entsetzt. Sie hat gesagt, wie können Sie so etwas tun? Damit entlasten Sie die staatlichen Kriegskassen, dann dauern die Kriege ja noch länger. Und das ist eine ganz entsetzliche Frage, die man sich dort stellen muss, die man sich bei Äthiopien damals stellen konnte. Haben Hilfen dort eher geschadet als genutzt? Und man kann sich natürlich gerade bei der normalen Entwicklungshilfe, die ich jetzt mal von diesen Notkatastrophenhilfen wirklich abtrennen würde in der Sichtweise, kann man sich natürlich die Frage stellen, muss das sein, dass die Hälfte eines Regierungshaushalts von Entwicklungshilfegeldern bestimmt wird und diese Regierung sich darauf verlässt, dass auch immer Hilfe kommt und ihr Geld dann für Waffen ausgibt? Das sind halt die Fragen, die man sich, glaube ich, in diesem Zusammenhang stellen muss. Ja. Slomka, bei vielen Ihrer Kollegen ist es sehr beliebt, Patenschaften zu übernehmen für gute Werke oder für Kinder, Waisenkinder. Würden Sie so etwas tun?
Ich habe das nie gemacht, nein. Warum nicht? Weil ich Nachrichtenmoderatorin bin und weil auch Hilfsorganisationen eine Branche sind. Auch Unternehmen, zwar keine gewinnmaximierten, aber sie sind doch Unternehmen, die in Konkurrenz zueinander stehen, auch in der Spendenakquise, deshalb auch Prominente brauchen. Und ich möchte mich halt auf niemandes Seite schlagen, schon gar nicht exklusiv für eine Organisation oder ein Unternehmen, dessen Handeln ich dann so im Einzelnen auch gar nicht beurteilen kann. Und es kommt eben hinzu, dass ich, schon als ich Volkswirtschaft studiert habe, eigentlich diese etwas für sehr junge Menschen erschütternde Grunderkenntnis hatte, dass das gut gemeinte eben oft nicht wirklich gut wirkt. Und wir haben ja auch junge afrikanische Gottfried Ökonomen, Ben, die sagen, hört auf, Afrika wie ein Baby zu behandeln. Ich sage nicht, dass das auch meine Haltung wäre, aber ich glaube, dass man sie zur Kenntnis nehmen muss, dass man darüber diskutieren muss. Und dann finde ich es für mich richtig, jetzt nicht die Prominente zu sein, die dann auch vor der Hütte steht und sagt, bitte spendet dieser Organisation, dann wird alles gut. Bei Kollegen finde ich das aber völlig in Ordnung. Meine Damen und Herren, Marietta Slomka, die kann nicht nur Fernsehen, sondern die kann auch spannende Bücher schreiben. Dankeschön. Danke. Wir sind eins. ARD.